So gehen wir das nächste Video von Extra 3. Reale Irrsinn, Grasalarm in Dresden. Ui, Dresden. Die Elbe in Dresden fließt in geordneten Bahnen. Doch direkt daneben spielen sich schier unvorstellbare Szenen ab. Wildwuchs am Körnerweg. Nein. Gemeingefährlich. Verursacher sind verantwortungslose Anwohner wie Herr Zabel. Das kann die Stadt nicht durchgehen lassen. Nein. Hat ihm einen Brief geschickt. Am 27. Juli wurde bei einer Vorortbegehung festgestellt, dass von den in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Verkehrsfläche befindlichen Anpflanzungen, in Klammern Bäume, Sträucher, auf ihrem oben genannten Grundstück Austriebe, Äste und Zweige in den öffentlichen Verkehrsraum hereinragen. Hier ist Eile geboten, denn es ist eindeutig Gefahr im Verzug bei dem Bewuchs, der von Zabels Grundstück ausgeht. Nein! Pass auf, Leute. Ihr müsst drauf aufpassen. Nicht, dass ihr darüber stolpert am Rand. Nein, nein, nein. Passt auf. Ganz, ganz wichtig. Immer einen halben Meter Abstand halten. Sonst, pass auf, die Pflanzen greifen euch an. Ja, ja. Es gibt keine Bäume, keine Anpflanzungen, keine Büsche. Ich habe hier ein paar klägliche Grashalme. Und genau um die geht es. Die Stadt liefert auch die Beweisbilder direkt mit. Die Stadt bringt Beweisbilder mit. Du siehst im Hintergrund, wie sagt man dazu, Sozialarbeiter oder ähnliches, halt die sich darum kümmern, dass es sauber ist. Die machen alles sauber. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade Laub kehren oder ähnliches, aber dieses bisschen mehr wollen die nicht machen. Really? Ich wollte mich wirklich vergewissern, ob das, was ich auf dem Foto gesehen habe, wirklich gemeint ist, weil ich konnte es mir beim besten nicht vorstellen. Da hat mir die Sachbearbeiterin bestätigt, dass genau dieses Gras mit diesem Schreiben gemeint ist. Da war ich sehr verwundert. Zabel will zunächst Gras über die Sache wachsen lassen, aber nicht mit der Stadt Dresden. Wir fordern Sie auf, als Eigentümer des oben genannten Grundstückes, den in die öffentliche Verkehrsfläche hereinragenden Überhang unverzüglich zurückzuschneiden. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt einfach mit der Gartenschere langlaufen. In 5 Minuten einmal den ganzen Weg entlanglaufen und einmal runterschneiden. Und das jetzt einmalig. Dann schickst du das zur Stadt hin und sagst, habe ich gemacht. Und die Stadt so, nee, hast du nicht. Es ist immer noch da. Warum? Weil die Stadt extrem langsam wahrscheinlich ist. Bis dahin ist alles schon wieder nachgewachsen. Dann schicken sie Leute dahin und sagen, aber sie haben nichts gemacht. Ja, dann machen sie neue Fotos. Und dann sagt der Typ wahrscheinlich so, ey, aber ich habe es runtergeschnitten. Guck doch mal nach. Und so. Dann sagen die, nee, das kann nicht sein. Weil es könnte vielleicht gerade ein Winzer gewesen und deswegen ist das Bild ein bisschen anders. Wenn die Stadt sich nicht um irgendwas anderes zu kümmern hat, dann, ja. Na, vielleicht gefälligst mal tätig werden. Sonst setzt es vom Amt eine deftige Geldstrafe. Bis zu 500 Euro. Durch das von Ihnen unterlassene Einkürzen des Überhangs ist ein gefahrloses Passieren des Gehwegs durch Fußgänger nicht mehr gewährleistet. Damit wird die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht mehr gesichert. Ich komme mir vor wie ein Verbrecher. Schuldbewusstsein ist der erste Weg zur Einsicht. Nicht auszudenken, wenn hier jemand stolpert. Ich wollte gerade sagen, dann lass doch erstmal das drauf ankommen, dass da jemand stolpert. Und dann versuchen wir diese Person zu sagen, ja, wegen dieses kleinen Strohhalm da hinten bin ich gefallen und gestört. Das kommt mir sehr nah an Amerika nach. Also, wo du wirklich alles hinschreiben musst, wie, wo was zu benutzen ist, weil sonst der Amerikaner also sich was raussucht und sagt, aber Red Bull verleiht doch Flüge. Nein, tut es nicht. Vorsicht! Oder einfach nicht mehr durchkommt bei dieser unfassbaren Enge, die durch das üppige Grün von Zabels Grundstück entsteht. Endlich tut Zabel, was ein verantwortungsvoller Bürger tun muss. Ich tue jetzt meine gesetzliche Pflicht zur Reinigung und Gefährdungsverhinderung. Löblich. Hier ist schon mal alles gesichert. Ah, aber was ist mit der anderen Seite? Sie sehen auf dieser Seite, das gehört der Stadt. Da sind Gebüsche. Aber die sind natürlich nicht so gefährlich wie das Gras. Ich wollte gerade sagen, die hängen doch aber auch drüber. Clever, clever. Jetzt erstmal eine Gegenklage stellen. Aber sie hängen doch auch in mein Grundstück rein. Deshalb hat ja auch Herr Zabel das Schreiben bekommen. Die Stadt hätte das an sich selbst schicken müssen. Das ist jetzt aber kleinlich. Frag nicht, was Dresden für dich tun kann. Frage, was du für Dresden tun kannst. Das machen wir gleich mit. Könnte ja auch jemand stören oder sich in den Kopf stoßen. Ja.
Ja, bei diesem gemeingefährlichen Gras weiß man nicht. Ach, der wohnt da oben in diesem Gebäude. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Ach so, jetzt verstehe ich. Aber okay. Das heißt, er muss sich drum kümmern, um sein eigenes Graszeug, aber die Stadt unter sich darf natürlich das alles drüber hängen lassen. Da wollte wer nur Steuergelder rausziehen. Jetzt läuft wieder alles in geordneten Bahnen an der Elbe. Oh nein, er hat gerade das Gras hingeworfen, das heißt Umweltverschmutzung. Nicht, dass er deswegen eine Klage bekommt, weil jetzt das Gras, das er da hingeworfen hat, einfach eine Falle geworden ist. Nehmen wir, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr da wart. Danke für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ein Abo, was ihr vielleicht noch nicht da gelassen habt. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.